Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Teil 3 von Mein Weg zum Make-up Artist. Ja, wenn ihr erst jetzt bei der dritten Folge reinschaltet, es gibt noch zwei weitere Folgen. Eine davon werde ich direkt am Schluss quasi verlinken, und ich werde immer bei jedem Video immer die letzte Folge noch mit dran machen. Mittlerweile sind wir, wie gesagt, bei Teil 3. Ich habe gedacht, ich schaffe es bei eins oder mit eins oder zwei Teilen, aber es ist doch länger. Und ich möchte gar nicht so viel Zeit vertrödeln, denn die Kamera macht nämlich ab 23 Minuten wieder dicht. Das heißt, höchstens 23 Minuten, und jetzt schauen wir mal, wie weit ich komme. Ob es noch einen vierten Teil oder einen fünften Teil sogar noch gibt. Also nochmal zu zusammenfassen bei Teil 2. Teil 2 ging es darum, dass ich im Endeffekt dann nach Ravensburg gekommen bin, habe dadurch Zufall dann eine Marke gesucht und gefunden namens Horst Kirchberger, und bin dann durch Zufall wiederum eben zu Horst Kirchberger gekommen und war dann einer von 5 Make-up-Artisten in Deutschland, der im Team von Horst Kirchberger geschminkt hat. Habe aber parallel trotzdem noch als Fensterbauer gearbeitet, als Security, und ja, bis mir eines Tages dann eine Nachricht gekommen ist, mitten auf der Baustelle von Maria Galant, die mir ein Angebot gemacht haben mit um die 40 Aufträge mit einer Tagesgage von mehreren 100 Euro, wo ich dann im Endeffekt von der Baustelle weggekommen bin. So, ab da geht es wieder weiter. Wenn ihr das vorher nicht gesehen habt, gerne Teil 2 und Teil 1 nochmal anschauen. Da baut sich die ganze Geschichte auf. Nun starten wir wieder mit Maria Galant. Also, dann war es im Endeffekt so, dass ich, wie gesagt, einen Anruf bekommen habe, das tolle Angebot von Maria Galant, wo mich im Endeffekt von der Baustelle nachher geholt hat und ich dann deutschlandweit auch wiederum unterwegs war für Maria Galant, für den Restart sozusagen der neuen Make-up-Serie. Natürlich war das Ganze begrenzt, und ich glaube, wir waren insgesamt 2 Monate unterwegs, und dann war im Endeffekt alles wieder beim Alten. Wir haben wieder für Kirchberger geschminkt, und da war es halt so, dass wir natürlich im Make-up-Bereich, du bist nachher nicht jeden Tag unterwegs, also das geht ja gar nicht, sondern du warst vielleicht einmal die Woche oder so, warst du unterwegs in Deutschland und hast dann halt irgendwie geschminkt. Aber als Selbstständiger, jeder, der selbstständig ist, weiß ja, vom Geld her reicht das nicht. Also du brauchst schon echt viel Geld im Monat, damit du sagen kannst, okay, das reicht mir, ja, weil Steuer, Finanzamt und und. Auf jeden Fall war es dann so, ich kam zurück, also es war alles vorbei, und ich habe wieder quasi angefangen, auf der Baustelle zu arbeiten, plus parallel eben dann als Make-up-Artist noch bei Kirchberger. Wie gesagt, wir haben ganz tolle Aufträge mit prominenten Veranstaltungen, Beratungen und, aber halt von der Masse, was du als Selbstständiger brauchst, hat es in dem Sinne nicht gereicht. Na, weil eben du musst ganz schön viel in Vorleistung gehen und drum habe ich das so kombiniert. Macht mir aber auch Spaß, also ich bin so ein Allrounder, ich sag immer, es gibt nichts, was man nicht kann, weil man kann alles lernen, und ich habe mich überall wohlgefühlt, also ich fand es total geil, auf der Baustelle zu arbeiten, ja, weil man hat im Endeffekt am Abend genau gesehen, was man gemacht hat, und man war immer draußen an der frischen Luft, und mir hat aber auch genauso das Make-up-Artist Spaß gemacht. Natürlich, mein Ziel war immer Make-up-Artist, weil, wie ihr in Teil 1 ja schon mitbekommen habt, ist eben The Secret, ja, ich habe meine Gedanken umgestellt und habe mir immer vorgestellt, wo ich hin möchte. Und jetzt kommt das Nächste. Durch das, dass ich für Horst Kirchberger auch viele tausende Kilometer auf der Autobahn unterwegs war, hatte ich natürlich im Auto sehr, sehr viel Zeit, um über alles nachzudenken. Und was ich immer ganz gern gemacht habe, während im Autofahren, ich habe immer geträumt. Ich habe immer geträumt, wo ich mal hin will, meine Ziele, mein wiederum dieses, ich möchte deutschlandweit bekannt werden. Und mittlerweile war es nicht nur deutschlandweit, weil durch Kirchberger ist es ja irgendwie eingetroffen, sondern ich wollte international bekannt werden. Ich wollte international bekannt werden, und ich habe gesagt, ich will nicht der Make-up-Artist sein, wo hinter der Kamera schminkt, sondern ich will der Visagist sein, wo vor der Kamera ist. Ich habe immer im Fernsehen so Stylisten gesehen, die eben so im Fernsehen beraten haben und waren vor der Kamera, und das habe ich mir gesagt, okay, da will ich hin. Das, ich will der Make-up-Artist sein vor der Kamera. Ich will Menschen glücklich machen. Ich will auf Bühnen stehen. Die Leute sollen applaudieren für etwas, was ich auf der Bühne gemacht habe. Und ich will international bekannt werden. Und ich habe immer geträumt beim Autofahren und habe mir das immer vorgestellt, auch wenn ich zum Schlafen bin. Ich habe so richtige Filme ablaufen lassen im Prinzip. Ja, also ich bin auch von Natur aus, ich bin so ein Träumer.
Ja, also was ja nicht positiv ist. Ja? Im Businessbereich sagt man Visionär sozusagen. Ja, auf jeden Fall hat sich das dann ewig hingezogen. Ja? Immer so dieser Mix, Security, Baustelle, Kirchberger, Hochzeiten geschminkt, Zeitungsartikel geschrieben, ja, Tipps und so weiter. Es kamen auch zwischendrin noch so ein paar coole Styling-Aktionen mit Magazinen, mit Zeitungen und so weiter. Aber natürlich, das sind alles Sachen, die machst du gratis. Ja, also das dient alles nur zur Eigenwerbung und bringt natürlich kein Geld. Also drum hatte ich immer so diese Dreierkombination, eben Baustelle, Security, Kirchberger. Und irgendwann mal bin ich auf der Autobahn unterwegs gewesen. Und es kommt eine E-Mail rein und ich mache meine E-Mail auf, sehe Malu Wills Boutet. Okay. Ja, sie suchen gerade einen neuen Chefvisagisten und sind durch eine Internetrecherche auf mich gestoßen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, wo ich euch schon ab Folge 1 erzählt habe, dass ich seit meinem ersten Tag in der Ausbildung mir schon eine Homepage gemacht habe, wo ich immer regelmäßig alles reingemacht habe, was ich gemacht habe, wo ich war und, ja. Und das hat mich sichtbar gemacht bei Google. Und es haben die halt, das hat Malu Wills quasi gesucht, die haben einen Wechsel dran gehabt, ihr alter Chefvisagist hat den Konzern gewechselt und die haben quasi einen neuen gesucht. Ja, und wollten, dass ich mich vorstelle. Und dann habe ich das Angebot gesehen und das Angebot war unschlagbar, weil das Angebot war so, dass ich endgültig nie wieder auf der Baustelle arbeiten musste oder als Security oder sonst irgendwas. Komplett. Das war ein so geiles Angebot, dass ich gedacht habe, danke. Das war wirklich phänomenal. Okay, auf jeden Fall war es dann so, ich habe mich dann fertig gemacht und es kommt eine lustige Geschichte. Ich bin zum Vorstellungsgespräch gefahren, ich weiß noch ganz genau, ich bin dann bei meiner damaligen Freundin und ihrem Freund quasi nachher vorbeigefahren in Salon und stand dann da im Unterhemd und einer Jeans, Sonnenbrille, es war bockheiß draußen und hab denen gesagt, hey, ich gehe zum Vorstellungsgespräch zu Malu Wills, die suchen einen neuen Chefvisagisten. Die gucken mich an, denken sich so, bist du verrückt? Du kannst doch nicht im Unterhemd zu einem Vorstellungsgespräch zu einem Millionenkonzern, der international quasi seine Kunden hat. Also Malu Wills Boutet gehört zur Art Deco Company. Und ich habe gedacht, warum nicht? Also ich bin im kreativen Beruf, ich bin Make-up-Artist und ich bin in dem Sinne kein Banker. Also fahre ich da so hin. Und ich habe es wirklich gemacht. Ich bin wirklich nachher mit dem Auto nach München gefahren, in einer Jeans, im Unterhemd, Sonnenbrille und habe mich quasi so nachher vorgestellt bei Malu Wills Boutet. Hab dann das Gespräch gehabt mit denen und irgendwie konnte ich die überzeugen, dass sie gesagt haben, sie werden hören von uns. Und ich habe dann nach kurzer Zeit das Okay bekommen, dass ich quasi der neue Make-up-Artist bin oder der neue Chefvisagist von Malu Wills Boutet. Und das Krasse ist, was jetzt eingetroffen ist, Malu Wills Boutet war international vertreten. Und durch Malu Wills Boutet war ich nicht nur deutschlandweit bekannt, sondern ich habe mir einen internationalen Namen aufbauen können, weil die Kunden, ich war in Griechenland beim Schminken, ich war in Rumänien, in Israel, in Polen, in Tschechien, also quasi so habe ich Coachings geben können, international. Und das nächste, was daraus entstanden ist, dass ich natürlich in der Fachbranche, die hatten einen sehr guten Draht zu der Beauty Forum und die Beauty Forum und Kosmetik International ist eines der bekanntesten Magazine im Bereich Beauty und da hat es angefangen, dass ich für das Magazin immer wieder Artikel geschrieben habe. Und das nächste war, durch Malu Wills Boutet habe ich Bühnenshows kreieren müssen, wo ich natürlich auch auf große Bühnen stand, auch im Ausland, und habe quasi auf der Bühne geschminkt, wo am Schluss nachher die Menschen für mich applaudiert haben. Und jetzt kommen wir wieder zu The Secret, das war genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Ich habe mir immer gesagt, ich möchte, dass irgendwann mal ich auf einer Bühne stehe, etwas mache und die Leute applaudieren für mich.
Und siehe da, es ist eingetroffen. Durch Malu Wills Bouté stand ich auf Bühnen, habe etwas gemacht, ich habe geschminkt, ich habe was gezeigt und die Leute haben applaudiert. Ja, kurz ein Käffchen trinken. Ja, und somit bin ich diesem Ziel näher gekommen. Zwei Dinge sind wieder eingetroffen, international, und ich stand auf einer Bühne und die Leute haben applaudiert. Und dann war ich auch tausende von Kilometern unterwegs in ganz Deutschland, habe unzählige Frauen beraten, Zielgruppe 40+, und habe mir dann dadurch eine Schminkart angeeignet, wo schnell und unkompliziert man zu einem richtig guten Ergebnis kommt, und zwar egal bei was für einer Frau, egal welches Alter, weil meine Zielgruppe war 40-50+. Und ich habe mich gar nicht mehr konzentriert auf die jungen Make-ups, auf die jungen Sachen, weil da hat man eh nicht wirklich Geld verdient. Und drum habe ich sehr schnell eben meinen Fokus verlegt auf diese Zielgruppe 40-50+, eben natürlich auch durch die Kunden von Malu Wills, weil das eben die Zielgruppe war, und habe halt immer auch aufgrund von Zeitdruck sehr schnelle Make-ups machen müssen und aber auch gute, und vor allem auch so, dass die Kunden die Make-ups immer wieder nachmachen können, konnten für zu Hause, weil ich auch viele Beratungen gemacht habe. Und dann war ich bei Malu Wills und war ja weg von Kirchberger, und ich habe ja auch immer mir gewünscht, ich möchte ins Fernsehen. Und auf einmal habe ich eine Nachricht bekommen von SWR, und die haben gesagt, ja, wir suchen einen Make-up-Artisten für unsere Sendung Kaffee oder Tee. Das ist live im Fernsehen bei Kaffee oder Tee, Zielgruppe 40, 50, 60+. Und die suchen einen Make-up-Artisten aus der Bodenseeregion, und die haben, und es kommt, die haben erst Horst Kirchberger gefragt, aber durch das, dass es ein falsches Einzugsgebiet ist, hat Kirchberger gesagt, guck doch mal beim Patrick Maldinger vorbei, denn vielleicht, der kommt aus eurer Region, vielleicht sagt er euch zu. Und Kirchberger hat aber ja in seinem Team mehrere Make-up-Artisten gehabt. Und er hat trotzdem quasi natürlich auch durch das, dass ich in der Region war, aber er hat den Kontakt zu mir weitergeleitet, und dadurch bin ich ins Fernsehen gekommen. Das war mein zweiter Fernsehauftritt. Der erste hatte ich schon in Ravensburg. Oh, da muss ich nochmal ganz weit zurück mit Payman Amin. Wir hatten da so eine Modenschau mit Payman Amin etc. Und war schon auch ein Kamerateam dabei. Und vorher hatte ich schon im regionalen Fernsehen von, wie hat es nochmal geheißen? Bodensee TV. Da hatten wir auch schon mal einen kleinen Fernsehauftritt. Aber das war ein ganz kleines, kurzes Ding. Auf jeden Fall, wo es richtig losging, SWR, ja, SWR war schon mal so ein Fernsehsender, der bekannt war, zwar nur bei der älteren Generation, aber völlig egal, ich war im Fernsehen. So, Teil Nummer 3 ist eingetroffen. Ich war international bekannt, ich war auf einer Bühne, und ich war jetzt aktuell, dank Kirchberger, und ich liebe die Familie Kirchberger, egal ob Horst Kirchberger, seine Frau oder sein Sohn, das sind auch so herzensgute Menschen. Und ich liebe die Familie, und ich habe leider viel zu wenig Kontakt mit denen, aber ich finde es immer, ich bin so dankbar, dass die mir nachher quasi diese Aufträge immer zugeschoben haben. Und durch Kirchberger bin ich nachher ins Fernsehen gekommen. Also war ich viele Sendungen live bei SWR und habe da quasi ganz kurze Make-up-Tipps gegeben zu verschiedenen Themen für die Zuschauer von SWR Kaffee oder Tee. Ja, und irgendwann mal war es dann so, ich habe viele Schulungen gegeben und so weiter und war dann wirklich ein paar Jahre Chefvisagist von Malu Wills Bouté. Dadurch bin ich natürlich auch wieder zu so Veranstaltungen gekommen wie den Galas, nicht Gala Spa Award, sondern den Beauty Spa Award? Ach Gott, Leute. Auf jeden Fall, das war eine Preisverleihung für den Deutschen Kosmetikpreis. So, und das war auch eine Promi-Veranstaltung, wo ich nachher quasi immer, wir hatten da so einen Stand, und ich habe nachher immer die Promis auf dem Hotelzimmer geschminkt und habe auch da immer wieder schön Selfies machen können. Immer posten, damit ich halt um schön viel mit Prominenten zusammen abgelichtet worden bin und gezeigt habe, wie viel ich geschminkt habe. Ja, und so hat sich das halt auch mit Malu Wills nochmal gesteigert. Ich habe wieder mehrere Fachartikel gehabt, ich bin in der Beauty-Branche mehr bekannt geworden. Ich habe unzählig viele Make-ups gemacht, unzählig viele Beratungen
Und. Also durch Malu Wills war es dann wieder so, zack, mein Name war, ich war dann quasi Chefvisagist von einem Weltkonzern, was ja vom Namen her, das ist ja natürlich auch marketingtechnisch unglaublich geil. Und ich habe das immer alles gut vermarktet, alles nach draußen publiziert. Und jetzt kam dann der Punkt, dass ich dann quasi nach Berlin gezogen bin. Und genau, mit Sack und Pack, weil Malu Wills hier quasi in Berlin ein Store eröffnet hat und ich da ab und zu geschminkt habe. Und dann hat sich das Ganze aber so entwickelt, dass ich dann mittlerweile mache ich dann nur noch Schulungen. Also ich bin nicht mehr Chefvisagist von Malu Wills, mache nur noch die ganzen Coachings oder wenn Kunden mich möchten oder für die Schweiz oder ich bin es auch nächstes Jahr wieder in Polen oder auch in Holland etc. Also ich mache noch so Coachings oder auch Messen für die Firma, bin aber nicht mehr Chefvisagist, sondern bin quasi freiberuflich. Und dann war es aber so, dass, wie waren das? Kirchberger wieder. Ja, hier kommt wieder Kirchberger ins Spiel. Ich habe eine E-Mail bekommen von Horst Kirchberger, die er mir weitergeleitet hat, weil HSE hat ein neues Format und HSE wollte quasi Kirchberger für dieses Format gewinnen. Aber Kirchberger der hat schon alles erreicht, was man erreichen kann im Make-up-Bereich. Das ist nicht mehr interessant für ihn in dem Sinne. Und er hat es weitergeleitet und hat gemeint, du Patrick, guck mal, vielleicht ist es was für dich. Bewirb dich doch da mal. Und jetzt kommt das Lustige. Ich hatte schon mal eine Bewerbung gemacht, wo ich Produkte erklärt habe fürs Fernsehen, für eine andere Marke. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja cool, das ist ja passend. Das kann er direkt die Videos nehmen und habe dann noch ein Video gemacht. Und das ist so, das ist ein Tipp von mir. Ich glaube, der wird euch auch weit, weit bringen. In der heutigen Zeit, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, dann macht das bitte per Video. Macht nicht so eine Scheißmappe, wo ihr einfach reinschreibt, wer seid ihr und so weiter, weil dann seid ihr auf einem Haufen von ganz vielen Bewerbungen. Bewerbt euch mit einem Video, genau so. Ich habe mir ein kleines Studio aufgebaut, genau so habe ich das gemacht. Ich habe in die Kamera gesprochen, wer ich bin, was ich mache und so weiter, habe mich persönlich vorgestellt. Und das hat HSE so überzeugt, dass sie gesagt haben, hey, komm doch vorbei, wir fanden das so toll, dass du dich per Video beworben hast, vielleicht passt es ja. Und dann bin ich eben zu HSE und bin dahin und habe mich da vorgestellt, gezeigt, was ich mache und so weiter. Und die fanden mich dann auch sympathisch, dass sie gesagt haben, okay, sie beraten sich jetzt und werden dann schauen, ob ich der Richtige für das Format bin. Und siehe da, HSE hat dann gesagt, jawohl, wir machen das mit dir, du wirst von uns gecoacht und du bist ab sofort der neue Beauty-Experte von HSE und schminkst bei uns live im Fernsehen. Und jetzt kommt's wieder, HSE ist natürlich nochmal on top, weil HSE ist auch international bekannt, international HSE coacht sehr, sehr geil im Bereich Verkauf, was als Selbstständiger Gold wert ist und hat ganz viele Kontakte auch. Da war ich dann bei der Beauty Forum, bei den Brigitte Style Days, waren auch im Magazin und so baut sich da wiederum, also es bilden sich wieder neue Wege. Und parallel, ich habe damals durch Malu Wilst auf einer Promi-Veranstaltung einen Friseur kennengelernt. Und der stand damals da, ganz weit weg, in so einem Hexenkostüm. Also so mit Hexenhut, verratzte Klamotten. Und ich habe mir gesagt, hey, der, wo so aussieht, der muss was auf dem Kasten haben. Und er kam dann rüber und ich habe mich mit dem unterhalten. Und damals hatte ich noch einen Anzug an bei Malu Wilst, ja, so total spießig und langweilig. Und auf jeden Fall habe ich mich mit ihm unterhalten und er hat dann auch gemeint, aufgrund dessen, dass er eben so aus der Masse raussticht, hat er ganz viele Aufträge bekommen, weil er lukrativ ist für Medien, weil Medien wollen natürlich immer Leute, die anders sind wie alle anderen. Und auf jeden Fall, da muss ich nochmal zurück, ach Gott, ich sehe schon, marketingtechnisch, okay. Das packe ich in was Neues rein. Das packe ich in was Neues rein. Und zwar geht es da so ein bisschen um Marketing-Tipps, weil ich durch die ganzen Geschichten sehr viel gelernt habe. Also das wird ein extra Teil, ein Marketing-Teil, weil sonst wird das wieder so lang, weil ich glaube, ich krieg's noch hin, in den 3 Minuten den Rest der Story zu erzählen.
Auf jeden Fall habe ich durch ihn, hat mich auf einmal jemand angerufen, der ist Produzent. Und er hat gemeint, du, wir produzieren für Sat.1 eine Folge, ein neues Konzept, wo wir dich brauchen könnten. Ob du Bock hast. Und ich soll mich auch mal bewerben, weil die werden es an den Sender weiterschicken. Was habe ich gemacht? Ich habe mich wieder per Video beworben und habe quasi gezeigt, was ich kann, was ich mache, bla bla bla. Und ich habe damals aus Spaß, könnt ihr mal gucken, auf meiner Startseite bei YouTube, einen Song aufgenommen. Den Make-Up-Rocker-Song. Ich kann nicht singen, das war einfach spontan, weil ich gedacht habe, ja, das hat bis jetzt noch kein anderer gemacht. Komm, ich mach's einfach. Scheiß drauf, ja. No risk, no fun. Und diesen Song habe ich denen geschickt, weil ich gedacht habe, okay, da sehen sie zumindest, dass ich anders bin wie die anderen. Und siehe da, er hat dann gesagt, hey, die waren überzeugt und wir drehen das mit dir. Auf jeden Fall habe ich dann für Sat.1 Frühstücksfernsehen eine Folge gedreht, wo wir dann in Hamburg waren, im Studio, wo ich Kunden beraten habe und so weiter. Auf jeden Fall bin ich dadurch in Sat.1 gekommen. Zu Sat.1 gekommen, allerdings leider nur eine Folge, aber mein Gott, zumindest einmal in Sat.1. Rückwirkend war ich auch noch bei RTL 2, bei Pro7 und das würde ich gerne in Marketing Video reinpacken, wieso, weshalb, warum ich bei Pro7 war, warum ich bei RTL 2 war oder halt auch eben dann bei Sat.1, weil das ist vielleicht ein guter Tipp für euch. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das wissen wollt, weil das mache ich extra. Da machen wir einen richtig geilen Marketingbereich für euch, für dich, wo ich das nochmal erkläre, wieso, weshalb, warum ich vielleicht mehr aus der Masse rausgestochen bin wie alle anderen. Also, und dann hat sich das Ganze aufgebaut, wie gesagt, und heute aktuell, jetzt sitze ich hier gerade aktuell in Berlin, ich habe eine Online-Schule, wo ich Online-Coachings aufnehme. Boah, ich sehe schon, es gibt noch so viel zu erzählen, weil das ist auch geil. Durch einen Zufall habe ich da einen meiner größten Vorbilder im Bereich Business kennengelernt, wo ich wieder in die Online-Richtung gekommen bin. Ach Gott, Leute. Also, wir machen die Geschichte jetzt, mein Werdegang, wie das alles entstand, hat jetzt in diese ersten 3 Folgen gepasst. Aktuell sitze ich hier in Berlin, bin, wie gesagt, bei HSE im Fernsehen, mache trotzdem noch für Marlo Wills weiterhin diese Shootings, habe eine Online-Schule, mache sehr viel im Online-Bereich und werde nächstes Jahr wieder durchstarten, auch im Offline-Bereich. Und die Geschichte habt ihr jetzt mal gehört, wie sich das aufgebaut hat. Und jetzt kommen aber noch ganz spannende Marketing-Sachen, weil auch da, und da bin ich mir sicher, das hat was mit dem positiven Denken zu tun, haben sich sehr, sehr viele Dinge entwickelt im Laufe der Zeit. Und das werde ich euch in einem richtig coolen Marketingbereich, Marketing-Teil-Video noch reinpacken, diese Geschichte. Wieso, weshalb, warum, ich muss schnell machen. Noch 15 Sekunden habe ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr Teil meiner Geschichte seid. Und wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ich noch weiter erzählen soll, noch mehr in die Tiefe, wieso, weshalb, warum ich zu gewissen Dingen gekommen bin, wie Sat.1, Pro7 und so weiter, was das Ausschlaggebende eventuell war und wie vielleicht ihr euch da auch so ein bisschen reinarbeiten könnt, dann gebt mir Bescheid. Und jetzt muss ich aufhören, denn sonst bricht es von alleine ab. Rock the Makeup, liebe Grüße aus Berlin, vielen, vielen Dank und bis dann, ciao.